So kannst du ganz einfach Haut malen mit Buntstiften. Schattiere zuerst den Bereich mit einem herkömmlichen hellen Hautton. In dem Bereich, wo die Haut dunkler werden soll, in diesem Beispiel rechts unten an der Kugel, schraffierst du etwas stärker. Anschließend schattierst du die halbe Kugel mit einem Rotton, wie zum Beispiel Karminrot. Anschließend gehst du in die dunkelsten Bereiche der Schattierung mit einem Braunton, wie zum Beispiel Burnt Umber. Nun nimmst du wieder den hellen Hautton und drückst überall richtig fest auf und vermischt alles. Wenn du willst, kannst du dazu auch noch einen weißen Stift verwenden, um die Sache noch etwas aufzuhellen.